Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Wurago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 2. Nach einer kleinen Pause geht's jetzt hier gerade mal weiter. Ich habe keinen Plan mehr, was der letzte Stand der Mission war. Da werden wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Wir sollen wahrscheinlich zu dem lustigen blauen Pfeil hin, weil da wartet sicherlich die Flora wieder auf uns mit einem Alternativplan für den Auftrag. Sollten wir mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen, bevor wir hier wild durch die Gegend fahren, hier mal das ein bisschen größer machen. Ah ja, wir treffen sie da direkt in diesem lustigen Nest. Wir werden dann Richtung Bus fahren oder weiß nicht, Bus, wir könnten theoretisch auch da abbiegen. Mal gucken, was sich günstiger ist. Werfen wir mal Blick richtig auf die Karte. Einfach mal gucken, was günstiger ist. Die wieder einzoomen. Da haben wir den ersten Stützpunkt. Nein, wir fahren dann über den Bus, weil über Mukaba. Mukaba möchte ich jetzt nicht unbedingt drüber rollen. Weil das sieht nach zu viel Arbeit aus. So, erstmal geht es hier lang weiter runter. Hier lang durch an dem schicken Stoppschild vorbei. Und dann gucken wir mal, da vorne wohnt nämlich schon wieder jemand. Da werden wir diesmal nicht zu viel Fehler lesen machen. Wir fahren einfach gleich hier hin. Wo ist er denn? Alter, da hinten haben wir noch einen. Vielleicht hätten wir vorher ein bisschen gucken sollen, wo die Freunde sind. Okay. Ging ja schon mal super chaotisch los hier. Das passt ja wieder zu unserem Stil hier. Da hinten haben wir. Das. Lassen wir da mal ein bisschen abfackeln. Ich mag. Bitte, was will ich schon wieder? Bringen wir das Ganze. Alter. Jo, war eine super Idee, das anzuzünden. Okay. Alter! Hat man ja kurz am Rand vorbei auch schon sehen hier. Damit mit dem Feuerchen haben wir den aus dem Versteck gejagt, aber so gesehen ist es auch nicht so cool, weil wurde mir ein bisschen zu heiß hier. Okay, das dürfte schon mal super. So, das ist Kacke, dass ich auch getroffen worden bin. Okay. Also planmäßiger Überfall sieht anders aus. Der einzige, der völlig unbeeindruckt sind die Hühner. Okay, dann können wir gleich mal ein bisschen Medic mitnehmen. Da haben wir ein bisschen was jetzt verbraucht. Einfach aufgrund der Planlosigkeit, wie wir hier rein sind. So. Den müssen wir mal durchladen hier. Na, tu das Teil. Alles klar. Aber hier steht der passende Fahrzeug. Ich dachte, da steht schon wieder einer rum. Aber nein. Also steht der passende Fahrzeug rum, da können wir gleich weiterfahren. Mal gucken, wo wir hin müssen. Sieht auch gut aus. Da kommen wir zum Busbahnhof. Und da werden wir uns weiter durchschlagen. So, einmal hier lang. Mal sehen, wann der erste Gast bei uns entgegenkommt. Wird definitiv passieren bei unserem Glück. Wird das wahrscheinlich auch nicht so lange dauern. Obwohl schon überraschend lange keiner gegen von vorne kommen, ja. Okay, aber beim Busbahnhof. Da fahren wir weiter durch. Einfach mal schön den Weg hier folgen. Der ist ja auch schön. Der ausgeschüttet, hätte ich fast gesagt. Eigentlich ist er ausgeschüttet. Eigentlich ist es dem der kackige Drecks Sandweg. So, da haben wir da besagtes Auto. So, da haben wir nächsten Außenposten, der Stress machen wird. Da haben wir noch Probleme mit den Chauffeuren. Man merkt, ich bin ein bisschen aus der Übung, würde ich mal meinen. Der war. Und die Karre raucht jetzt auch schon. Also gehen wir gleich hier weiter. Aber ich da mit ein paar Deutschschüssen aus. Das Scheiße, Sanitäter. So, da war der Sanitäter. 9 mm sind halt billiger als Verbandsmaterial. So. Wasserflasche brauchen wir nicht nehmen. So doll hat er uns nicht erwischt. Aber hier ist super. Können wir Munition mitnehmen. Munition ist doll. Munition steigert auf alle Fälle den Spaßfaktor. So. Gleich in das nächste Fahrzeug rein. Fliegender Wechsel. Blick auf die Karte.
Ja, sieht gut aus, den Weg da lang. Weiter. So. Mach mal eine schöne Sightseeing-Tour jetzt durch Afrika. Den schönen Sandweg hier folgen, ein bisschen die Gegend begutachten hier. Mal von der Straße abkommen, Baumrahmen, alles übliche, was man so tut, wenn man durch Afrika fährt sozusagen. Alles klar. Machen wir hier oben den Weg lang. Da vorne sind schon wieder ein paar Häuschen. Das bedeutet, da vorne wird gleich wieder Stress geben. Wobei, tue ich mir den Stress auf diese Art und Weise halt denn an? Ich werde mal versuchen, dass wir hier ein bisschen anders vorgehen. Ich glaube, das ist der... Das ist gar kein Stress. Alles umsonst. Wieder Panik geschoben. Das ist der Waffenladen. Jetzt weiß ich ungefähr wieder, wo wir sind. Und weiter geht's. Da vorne ist der Waffenladen. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel Diamanten wir eigentlich haben. Ob wir es irgendwie sinnvoll unter die Leute bringen können. Aber ich denke mal, da finden wir sicherlich einen Weg. So, erstmal rein in die gute Stube, gucken, was er zu verkaufen hat. Und dann schauen wir weiter. Auch können wir gleich in der Ecke mal ein bisschen das Waffensystem wechseln. Okay, immer hinhocken an den super Hightech Desktop. Ja, schön. So, und da. Waffen war jetzt hier mal gar nichts. Haben wir überhaupt Kohle? Ja, 20 Stück haben wir. Ah ja. Sind wir in der Ecke. Die Panzerfaust wäre ja auch nicht schlecht. Schallgedämpft ist irgendwas. Flammenwerfer. Der Flammenwerfer ist natürlich gerade super, wenn das alles so schleicht im Flammenball ist. Aber nochmal den Rocket Launcher. Oder warte mal, vergessen wir mal den Rocket Launcher. Vielleicht können wir ja auch drüben ja mal aufrüsten. So, können wir die Präzision verbessern ja. Auch verbessern. Einmal verbessern an Waffen. Vielleicht auch nicht so schlecht. Dann haben wir die Reparaturgeschichten. Und hierfür reizt dann nicht mehr. Das ist aber out of money sozusagen. Okay. Was ja nicht schlecht wäre, wenn wir die Reparatur des Geländewagen. Jeep Liberty. Einen über den auch noch mit. Sind wir mal nicht so. Was soll der Geiz? Hier drüben haben wir dann waffentechnisch wahrscheinlich nichts mehr. Oh doch, hier. Ah, Leuchtspurpistole. Die mag ich ja persönlich ganz sehr, weil mit der Leuchtspurpistole kann man mal das ganze Brandsetzen ein bisschen strukturierter angehen. Wenn wir dann nächste Mission haben, wo wir ein bisschen in den Dschungel gehen, dann werden wir das auch mal machen. Wenn wir die mit, dann kann man dich gezielt einfach mal das Zeug in Brand setzen. So. Wir werden mal schauen, was wir mitnehmen hier. Tü-tü. Einmal die hier. Einfach, wenn wir eine frische haben. Das brauchen wir nicht hier. Ein bisschen Gasolin. Für die Pyromanen unter uns. Auch super. Da haben wir die Zigpi. Einmal haben wir die Uzi noch mit hier. Dann haben wir auch eine frische und sogar dieses hier. Weil die Dinger auch, wenn die gekauft sind, nutzen die sich nämlich ab. Das ist nämlich das Kernproblem. Die nutzen sich auch so ab. So, weiter im Geschäft. So, wir sollen jetzt nach da. Nach zu dieser Company. Da, warte mal. Da können wir überlegen. Wir können hier Stücke vorfahren. Ah ja, jetzt erinnere ich mich an die Mission. Das geht ja um das Gewächshaus. Ha, ist das alte Gehirn funktioniert. Es geht ja um das Gewächshaus. Wir sollen ja da die Pumpe außer Gefecht setzen. Und dann kommt hier die Flora mit dem Entlaugungsmittel. Die ist alt. Das Schild hat mir noch nie gefallen. Da wäre ich ja immer umgenietet. So. So. Mal gucken. Mal sehen, wann jetzt der nächste Depp von vorne entgegenkommt. Sage ich es kaum, schon sind sie da. So. Und schon dampfen wir auch wieder ein bisschen. Ungewollte Art. Aber wir haben ja da ein bisschen Upgrade gehabt. Warum dauert das Reparieren eigentlich immer noch so lange? Ja, okay. So, wir müssten. Ach, sind das denn der Kreuz, den wir uns hier nach da halten? Ich habe jetzt schon geistig ein bisschen weiter gedacht, dass wir schon. Hoppala, da war ein Zaun im Weg. Entschuldigung, repariere ich nachher. So, da vorne machen wir nämlich auch links rum und dann schleichen wir uns so ein bisschen durch das Gebirge dadurch. Da ist ein kleiner, zarter Pfad. Okay, der hat da ein bisschen merkwürdig geparkt. War ein bisschen irritiert jetzt, ja.
Container schräg im, in der Pappa liegen. Ist nicht so das Übliche. So. Hier parken wir nochmal das Fahrzeug. Dann geht es nämlich hier raus. Und da sieht man nämlich schon den Pfad, den ich gemeint habe. Den hier. Den folgen wir mal ganz unauffällig. Und dann kommen wir von der Seite in das Lager rein, wo ja, außer nicht nur kommen wir nicht nur ins Lager rein, sondern hier können wir noch ein bisschen Diamanten mitnehmen. Haben wir jetzt 61 Diamanten, aber 208 und 221 liegen hier so verborgen. So, mal gucken, ob wir hier ein bisschen hochgesprungen kommen. Oh. So, jetzt sind wir gleich oben. Dann können wir nicht da oben dann uns ein bisschen den Spaß gönnen. Zum Beispiel mit ihm da. So, der fällt mal spontan um. Der fällt auch spontan um. Mal gucken, wo die nächsten langlaufen. Die werden natürlich ein bisschen aufgeschreckt sein, die Freunde jetzt hier. Weil es knallt ja nicht immer so häufig hier. Aber wirklich alarmiert sind die nicht hier. Hm. Da hinten ist noch ein Türmchen, da ist aber keiner drauf. Da war uncool, da hat sich nämlich bewegt. Bewegen wir mal ein Stückchen weiter vorne, ein bisschen was sehen hier. Einen großen Impact hatte das Ganze nichts, dass wir die damit groß aufschrecken. Umzingelt hinter mir kann gar keiner sein. Der meint, ich bin umzingelt. Ja, ich würde ja wissen, wo du bist. Die sind ja arg nervös, die Freunde hier. Hm. Ich hätte mir jetzt erhofft, dass sie mehr aus ihren Löchern gekrochen kommen. Ganz ehrlich gesagt. Hm. Da enttäuscht ihr mich gerade ein bisschen, Jungs. Ich hätte deutlich mehr Kooperation von euch erwartet. Okay. So. Also richtig kommen die nicht aus ihren Löchern. Sind schüchtern. Weil zu der damaligen Zeit hat die KI noch nicht wirklich gelernt. Da haben wir gerade einen vorbeilaufen sehen, aber da läuft auch noch einer rum. Okay. Da hat man auch gerade einen vorbeihuschen sehen hier. Ja, jetzt kommen sie so langsam. Du machst das so, war das geplant? Dass ich nicht zu denen hinkommen muss, sondern die... Okay. Okay, das ist jetzt so nicht mehr geplant hier, Jungs. Eigentlich wollte ich den ja haben. Wieder mal in die falsche Richtung gerissen. Halt, den da brauche ich doch. Ja, momentan das Problem, dass ich nicht weiß, von wo ich jetzt gerade beschossen werde. Und das ist very uncool. Jetzt haben wir kurz gesehen, da war einer am Laufen. Wo läufst du hin? Da läuft der Nächste. Schlinge, der kommt in die falsche Richtung.
Stöhnen war ein ganz schlechtes Zeichen, weil das heißt, die Jungs sind noch da. Und beschossen wurden wir gerade auch nochmal. Das heißt, sind noch ein paar Leute da. Ach, da haben wir jetzt gerade einen gesehen. Ich habe gerade da einen vorbeihuschen sehen. Wo bist du mal hin, mein Freund hier? Na gut, eigentlich ist es auch egal, wo der hin ist, nehme ich eigentlich in dieser Zeit nicht rum, denn das war es nämlich heute auch schon wieder mit unserem lustigen Let's Play Far Cry 2. Wir machen hier dabei beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder soweit ist. Jetzt kommt nämlich nur noch eins und das ist die Endcard. Das sind am Ende, das ist die Endcard mit einer schicken Videoempfehlung und zwar diesmal eine Junkie-Ausgabe von Call of Juarez, Bounded and Blood. Da sind wir mit dem McCalls-Bruder im Wilden Westen in Mexiko unterwegs. Was wir da erleben oder was das tolle Familiendrama hinter sich bringt, das seht ihr nur, wenn ihr euch das anguckt, die Junkbox von Call of Juarez. Wenn ihr Bock auf Shooter habt und mehr, dann abonniert den Kanal, werdet ein Teil der Gruppentherapie, verpasst keine weiteren Folgen mehr. Mich persönlich würde es freuen. Freuen würde mich auch, wenn ihr noch einen Kommentar da lässt. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Restrechnung mit einem Daumen nach oben ist auch okay. Daumen nach unten, ich kann mit umgehen, denn ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.